So, ich teste mal ein Hallo. Es ist mir nämlich was ganz Fürchterliches passiert. Wir haben kein Glücksrad. Ich habe nur 9 Minuten gebraucht für den Vorspann. Krass. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe nur 9 Minuten dafür gebraucht. Hurra. Furchtbares passiert, du hast Magen, Darm und streams vom Klo aus. Ne, kein Glücksrad geht gar nicht. Ja, das Doofe ist, ich streame ja mal wieder über Mac und ich habe mein gesavedes Wheel hier nicht gesehen. Also ich habe es eben einmal gesehen, da ist es. Ich habe es eben einmal gesehen, Leute, aber ich kann es nicht auswählen. Da ist das COC-Rad. Mal gucken, ob er das jetzt laden kann. Aber da ist so ein rotes X vor. Ich glaube, das kriegt er nicht geladen. Oh doch. Oh Leute, das Rad. Schnell wegspeichern, warte. Embedded Wheel. Schnell wegspeichern. So, Steuerung C. Warte mal. Ich mach das mal erstmal in so einer Textdatei. Ich glaube, das ist immer am sichersten. Ne? Textdateien sind immer sicher. Steuerung V. Okay. Dann gucke ich mal einmal, zweimal, dreimal, bis wohin ich das kopieren muss. Bis da. Steuerung C. Ich baue mal eben eine neue Quelle, Leute. Beziehungsweise eine neue Szene, wo wir das Rad so drin haben. Ne? Sie hören sich genervt und gestresst an. Nee, ich bin ehrlich gesagt ziemlich groggy gerade vom Essen. Ich habe eigentlich Bettschwere. Ich habe eigentlich echt Bettschwere, ey. Boah. Hallöchen. So, ich baue mal eben was Neues fertig hier. Studio-Modus. Dann machen wir mal hier eine neue Welle. Spin Wheel nennen wir das mal. Okay. Dann machen wir mal eine neue Browser Source rein. Das ist das Wheel. Gucken wir mal auf 900 mal. Glaube ich, hatte ich das gemacht. Lass mal grad gucken, ob man das gleich sieht. Oh ja, wir sehen gleich das Glücksrad. Okay. Das ist cool. Kann ich mir das mal gerade so ein bisschen optisch pimpen. Ja. Machen wir ein bisschen kleiner. Und dann machen wir das mal dahin. Sehr schön. Dann nehmen wir mal noch eine Quelle. Was war das nochmal? Was ist denn nochmal der R-Server?
Oh, habe ich mich stumm gestellt, ja. Ja, ich bin heute stumm. Sagt mir das ruhig nicht. Heute ist Stummstream. Mein Airserver hing hier eben und ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich da eben wieder mit rumgeschaltet habe und habe eben die andere Szene erstellt mit dem Raden. Müssen wir mal testen, ob das überhaupt ansatzweise geht. Diesen Spin Wheel. Oh, jetzt habe ich da gerade reingewechselt. Na, ne? Shit. Ja, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Das stimmt. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Was hatte ich denn gesagt? Wir müssen hier noch was tun, ne? Sneakies. Jo, da muss ich sowieso noch ran. Dann machen wir mal eine Runde Sneakies. 1, 2, 3. Oh, wir haben ja ganz viel. Bäume hier wieder. Ey, die Bäume, die wachsen auch, ne? Ich meine, das sind immer. Wenn es immer ein paar Gems gibt, sind immer ein paar gute Gems. Aber wenn hier die Bauarbeiter so lange bauen, dann wächst das Dorf auch irgendwann mal zu hier, ne? Ups. Da haben wir auch noch einen. Und was können wir eigentlich tun? Sollen wir hier forschen oder sollen wir lieber unser Maschinchen weitermachen? Wir könnten hier weiter forschen. Oder wir drücken die Maschine hier weiter hoch. Den Ornithopter hier. Ich glaube, wir machen den Copter weiter, ne? Dass wir den endlich mal auf 30 kriegen oder so. Wie weit geht denn eigentlich der Copter? 30 oder geht der auch auf 35? Weiß das jemand? Wie weit der Copter geht? Chief sagt, Dankeschön. Wieder keine Kamera, müssen wir uns Sorgen machen. Nein, nein, ich habe die Kamera ja schon so halb fertig oder so. Ist nur noch ein bisschen komisches Licht hier drin, aber ich habe auch für Licht ein bisschen Abhilfe gesorgt. Sorgen muss ich natürlich keiner machen. Keine Ahnung, spiele kein Nachtdorf. Moin. Solange Toto reden kann, dann ist alles gut. Siehste, hast du dein Fett jetzt weggekriegt. Solange Toto reden kann, ist immer alles Tutti. Muss ich hier eigentlich irgendwas tun? Oder habe ich hier noch ein paar Medals? Ach, ich habe ja noch so viele. Ich habe ja noch so viele. Auch 35. Ach du Scheiße, echt 35. 20 Level, ey. Wie denn drauf, ey? Meine Herren. Das ist aber ganz schön hardcore. So, wo setzen wir ihn denn hier? Boah, hat der da die dick. Also schon die dicken Brocken da oben liegen, ey. Heftig, echt. Sind da keine auf die Mauer? Wurde es mir gestern auf YouTube vorgeschlagen. Da muss ich gleich abonnieren. Danke, Mo, aber du warst doch schon mal hier im Stream, oder nicht? Oder täusche ich mich da? Du warst doch schon im Stream. Und jetzt wurde ich dir erst vorgeschlagen. Wusstest du das nicht, dass ich auch so einen YT-Kanal habe? Ich glaube, ich muss einfach mal ein bisschen mehr Werbung hier über meinen Bot machen, habe ich letztes Mal schon gesagt. Der ist einfach viel zu stumm. Der ist einfach viel zu stumm, mein Bot. Man könnte meinen, er ist ein stiller und stummer Geselle. Also andere Bots quatschen da viel mehr, muss man mal so sagen, ne? Toto, wer ist eigentlich Placeholder? Placeholder müssen sein Nico. Und noch irgendeiner unten. Schief im Busch. Schief im Busch. Ich komme aus Deutschland, Banane.
Ja, aber ich war nie auf YouTube. Ah ja, okay. Aber du hättest das ja hier mit gewissen Commands kann man ja hier auch rauskriegen. Wie geht's? Wie steht's? Oh, ganz gut, ganz gut, ganz gut. Gut, weil Nico hatte sich schon beschwert. Ach so, ja, okay. Da hätte ich vielleicht dann eine Mail losgeben sollen, ne? Nee, beschweren braucht er sich nicht. Der S-Play soll der auch nicht angreifen. Alles gut. Alles okay, Leute. Vieles geht, nichts muss. Kennt ihr ja. Oder kennt ihr das gar nicht? Bin nie auf die Idee gekommen, okay? Ja, wie gesagt, mein Bot muss das einfach mal ein bisschen rausballern. Endlich ist die Hitzewelle bei uns vorbei. War echt unangenehm. Oh, dann hast du, glaube ich, so im Süden gewohnt, ne? So Richtung Stuttgart oder sowas, kann das sein? Oder so südlicher? Mein Bruder, den hat es da auch derbe gebeutelt seit Wochen. Also da hatten wir es hier schon, sage ich mal, ein bisschen angenehmer mit ab und zu mal ein bisschen Regen und so. Aber da unten war es wirklich lange, lange richtig trocken. Also viel länger als bei uns wirklich. Ach, ich hätte die ja erst verteilen sollen. Ich, Otto. Verteilen wir die erstmal hier. Das war jetzt mal wieder ein bisschen dumm. Richtung Stuttgart, ja, Karlsruhe. Oh ja, okay, Karlsruhe. Ja. Jo. Er hat auch gestöhnt und will nicht sagen, er hat gekotzt, aber er hat auch gesagt, dass da schon sehr lange trocken war. Das war hier halt nicht so. Hitzewelle vorbei, aber heute in Garmisch-Partenkirchen heftigen Hagel, okay. Oder was ist GAP? Ach nee, GAP ist nicht Garmisch-Partenkirchen, ne? Partenkirchen, ne. In Franken. Ja, stimmt schon. Ach so, okay. War es auch so unangenehm. Okay, also hier war es eigentlich überraschend gut, das Wetter. Überraschend gut. Naja, es ist jetzt nicht ganz so überraschend, aber also ich fand es auf jeden Fall überraschender, als wie es jetzt eigentlich war. Weil es war eigentlich viel zu gut, Leute. Auch viel zu gut, um sich hier abends hinzusetzen, um zu streamen, sondern viel lieber in so einen Biergarten abzuhängen und den Tag einfach Tag sein lassen. Aber nein. Habe ich nachher wieder so einen Old Greenhorn da, der wieder nur launisch ist und mürrisch. Das will ich dann auch nicht. Dein Video war gestern mega schick. Also ja, das weiß ich auch nicht, was die vorhatten. Wir haben das ja auch live gesehen. Was die vorhatten, die hat irgendwie nichts vor. Gut, ich bin Chief und Placeholder, genau. Du bist Placeholder. Ja, das kannst du, klar kannst du das machen. Du kannst auch erst angreifen und kannst Beute machen. Und wir wissen, was in der Knarrenburg ist. Das würde ja auch schon reichen, ne? Das würde ja auch schon reichen. Dann mach doch aus. Boah, da fehlt jetzt ein Smiley. Du hättest das Streamfile-Formular A38 ausgefüllt. Ja, da hätte ich das mal ausgefüllt, dieses Streamfile-Formular A38. Das haben sie heute auch auf der Gamescom nochmal vorgestellt, da im Creator Club. Aber das haben einige nicht ausgefüllt. Heißt, muss ich die paar Prozent hier echt noch machen? Naja, egal. Aber erstmal, glaube ich, gehen wir abkippen. Ne? Och, da kommt ja schon gar nichts mehr hinzu. Und das sagt auch gar keiner. Ne? Nö, warum auch? Toto, dein Ding da ist voll. Yo. Luftabwehr. Ich weiß gar nicht, wieso da immer alle einer. Warum da immer jemand Mauer macht, bevor die Def oben ist. Mann. Toto, du bist voll. Ja, ich weiß. Sei froh, dass ich nicht bin, du.
Dann wäre ich jetzt nicht hier. Sei froh, dass ich es nicht bin. So, Zauber spielen keine Rolle, also weg damit. Usu. Ja, Usu habe ich heute. Habe ich auch. Also ich habe auch hier Usu. Gibt es hier in den Breitengraden auch. Und gestern Abend habe ich sogar einen echten getrunken. Also nicht nur den davor. Der Sack ist voll, Toto. Ja. So, dann haben wir das auch schon mal hinter uns gelassen. Entschuldigt, Leute. Toto muss mehr trinken. Toto muss mehr trinken. So, Datum der Rundmail ist natürlich 26.08. bis 27.08. Gab's doch mal eine Mail, ja. Okay, Nico und Schiefer, Busch sind Placeholder. Oh, alles gleich mit Datum festgehalten. Mach doch gleich eine Tabelle. Habe ich nicht eben schon da unten angegriffen? Ach nee, habe ich noch gar nicht gemacht, ne? Ich habe nur abgesahnt, ne? Was haben wir versprochen? Wir machen die, okay. Sowieso, wo sind die Jungs alle? Sechser, wo bist du? Da hinten, okay. Können wir hier schon mal mit dem Sneaky ein bisschen weiter aufräumen? Da auch, würde ich sagen. Oh shit, große Bombe. Okay. Eine große Bombe. Wenn ich den einen Archer jetzt überlasse, habe ich den dann gleich noch oder ist er weg? Ne, den einen Archer habe ich dann noch, ne? Wenn man Magiertürme, Vorbogenschützentür, Bohrbogentürme und Kanonen maxen. Ja. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Was man eigentlich soll und was nicht. Oh, jetzt muss ich reinhauen. Ah ne, ich habe sogar drei Archer. Ach, weil die überlebt haben, ne? Kann das sein, weil die überlebt haben? Cool. Boah, bin ich gut auch noch geschafft. Geil. Ich würde die Magertürme machen und dann Bogenschützentürme, obwohl in den einen oder anderen Ratenstufen muss man zweimal die Bogenschützentürme machen. Deswegen macht es vielleicht Sinn, das zu checken, ob man das zweimal machen muss. Und macht das dann wenigstens einmal. Weißt du? Das würde ich in jedem Fall probieren. So, jetzt kann ich ja diese. Ach nee, jetzt brauche ich die Pulle nicht nehmen, weil ich sowieso zweimal Bonus hintereinander kriege. Ne? Hat schon mal einer von euch diese komische Pulle genommen? Weil man da dann noch gleich normalen Bonus kriegen kann. Ich habe die noch nie genommen. Ich finde die ziemlich unnütze. In Multiplayer Battles eine Clan Castle. Ja, das sollen wir wohl hinkriegen. Ich finde das ziemlich unnütze. Oh, hier geht es gleich los. Okay. Wo sind meine Mods? Wo sind die Wetten? Flächenschaden außer Minenwerfer, die zum Schluss. Ja, zuerst wegen Hexen. Ja, ich habe jetzt die Rathausstufe nicht ganz mitbekommen. Die Rathausstufe nicht ganz mitbekommen. Also traut euch hier. Okay, auf die braucht er nicht wetten. Aber hier könnte zum Beispiel, obwohl der will ja ein bisschen Loot mitnehmen, der Schiefer am Busch, sonst würde der sicherlich die Base hier auch schaffen und der Angriff wäre nicht vertan. Dann könnte der Matthew hier, nicht der Matthew, sondern dann könnte Nachtschatten und Caesar könnten ein bisschen höher, aber Schiefer am Busch mit dem 13er, ja, okay. Ich wette auf die 15. Ne, wir machen die 15 nicht. Keine Wette auf die 15, Leute. Das ist unfair.
Eine Wette auf die 15. Aber wetten würde sich lohnen. Wir sind nicht so viel Zuschauer. Da geht dann prozentual natürlich richtig was durch, ne? Also nicht was durch, sondern da geht dann natürlich prozentual was. Mal gucken. Ich würde das am aller einfachsten mal machen. Ich mach das hier mal weg. Als Pop-Art. So, schnelle Aktion, Chat. Sehr cool. Und schnelle Aktion mal in den Vordergrund. Wir gehen jetzt die schnellen Aktionen mal nach da geschoben. So. So wirklich toll ist das auch nicht. Aber so kriege ich die nach da geschoben. Okay, so ist es gut. Ich muss Kommaletta die 10.000 Punkte wiederholen. Okay. Was? Braucht das nicht. Ihr braucht das nicht, Leute. Da mache ich erstmal hier so einen Form-Eingriff. Also ich habe nicht geclasht. Ich habe ja schon tausendmal gesagt, wenn ich zeiteng Pässe habe. Oh, eine Mille. Okay, den nehmen wir mit. Den können wir nicht stehen lassen. Wu-Turm. Feger da. Ein da. Wo ist der andere Feger? Der ist da. Okay, oder kann ich eigentlich direkt voll auf die Bauhütte drauf, ne? Voll auf die Bauhütte drauf. Oder ist das zu weit? Das ist eigentlich viel zu weit. Ne? Da hier vorne muss ja irgendwas stehen. Ne? Also irgendwas muss hier sein. Ich sehe jetzt gerade gar keinen Eingang hier. Dann gehen wir mal hier rein, dass die hier entlang gehen und wir dann dem Monolithen mal entgegengehen. Interessant, Toto, wir haben nichts Bild. Wie, ihr habt kein Bild? Steht da schon wieder oder was? So eine Kacke, was mit dem... Also, das ist bestimmt, weil der R-Server, obwohl ich sehe Bild. Wieso seht ihr kein Bild? Ihr seht doch Bild. Ihr seht doch ein Bild. Ich sehe doch jetzt gerade meinen Stream. Okay, warte mal. Let me have a check. Ja, der läuft immer noch komisch. Sehr merkwürdig, Leute. Aber so sah es jetzt eigentlich ganz gut aus. So, haben wir noch eine weite Luftabwehr da hinten? Ja, das passt gut. Sehr schön. So, damit mir da nicht alles zerschossen wird, würde ich sagen. Zeitversetzt vielleicht. Jetzt schon wieder. Vorher nur dein zartes Stimmchen. Okay, wahrscheinlich, wenn ich diesen Air-Server in den Vordergrund nehme, dass das dann kurz mal zickt. Aber eigentlich dürfte das... Ich sehe meins viel mehr selber auf dem Handy. Hier neben mir liegen, zur allergrößten Not und Vorsicht. Und deswegen sehe ich, dass sich noch was bewegt. Ich sollte mir den doch mal einblenden lassen. Ich lasse mir den Stream mal zu Hause ausblenden. Aber da läuft es auch ein bisschen anders. Hier am Mac läuft manchmal ein bisschen was komisch. Und ich kann es mir noch nicht erklären, weil ich mir noch nicht so die Ultra wirklich viele Zeit dafür genommen habe. Deine Cam-Bild, kein Stream-Bild, am Anfang nicht mal deine Stimme. Ah, Improvisation ist alles, ne? Improvisieren ist alles und das ist nicht ganz so einfach. Immerhin habe ich da, ey Leute, ich habe mir richtig Mühe gegeben, dass das hier fehlt, was in der Supercell Magic Schrift ist. Ja, und habe auch noch den Text getippt. Wie Time Fail läuft das noch? Mein Gott. Oh, nicht schlecht. Okay, aber wir haben eine neue Challenge. Sehr schön, die machen wir aber nicht. Die brechen wir ab hier. Das macht kein Mensch 7, ne? Bricht auch kein anderer ab, ne? Ah, da musst du die extra drauf hinweisen, die Leute. Da musst du die extra drauf hinweisen.
So nach dem Motto, Leute, ihr könntet doch mal, oder? So, wir wollen ja eigentlich Pets und so weiter leveln. Das heißt, wir nehmen mal ein paar Medaillen. Hier ein bisschen Dunkles reinbekommen. In einer Stunde, ach nee, in 8 Stunden, okay. In 8 Stunden ist das Pet durch. Und ich sage ja immer, ja, ich müsste eigentlich viel mehr farmen. Ja, Toto, warum machst du es da nicht? Die Schrift ist locker von der Pixel-Szenerie. Das kann sein, ja. Das sieht ein bisschen pixelig aus, da hast du recht. Da hast du recht. Wenn ich die ein bisschen größer mache, dann ist das nicht so. Das ist ein bisschen komisch. Ich kann natürlich, ich kann das ja mal ganz anders machen und ein bisschen größer. Hier fehlt was, warte. Und mach das mal so ein bisschen nach so. Den auch nach da. Ach nee. Einen nach da, einen nach da. Bei Mac gibt es keine Entferntaste, Leute. Das ist ziemlich nervig. Ich meine, man kann es nicht konfigurieren. Und jetzt nehme ich mal die Schriftart etwas größer. Ich glaube 11. 11 sah noch schlimmer aus. Okay. Supercell Magic Regular steht hier auch. Style Regular. Ja, das sieht immer noch so komisch pixelig aus, ne? Ich kenne auch Supercell Magic Regular gar nicht. Ich kenne einfach nur Supercell Magic. Aber macht ja nichts. Macht ja nichts. Haben wir eine Kanalwette endlich? Ne, haben wir immer noch nicht. Aber okay, dann machen wir halt keine. Ist mir auch recht. Keine Wetten, keine Kanalpunkte. Keine Wetten, keine Kanalpunkte. Und dann braucht ihr mir aber nicht erzählen, Toto, du machst ja gar nichts mit Kanalpunkte. Doch, aber ich bin einfach ultra faul, das mal einzurichten. Ach Leute, ich weiß. Ah nee, doch nicht. Ich weiß, wann das Bild steht, Leute. Okay, ich weiß, wann das Bild steht. Das ist natürlich ziemlich doof. Ich habe es gerade rausgefunden, Leute. Ich habe es gerade rausgefunden. Jetzt steht das Bild für euch, ne? Ja, für mich auch. Jetzt ziehe ich es mal wieder hier so hin. Und jetzt ist es wieder da für euch. Ja, ich weiß, wann es so ist. Okay. Ja. Ja, ich weiß, wann es so ist. Okay, dann sollte ich das nicht machen. Dann mache ich das mal nur kleiner, dass ich einen etwas größeren Chat habe. Das könnte ich auch kleiner machen, damit ich ein größeres Bild wieder habe. Mach einfach ein GIF von dir hin. Wirkt täuschend echt. Da müsste ich mir jetzt erstmal mein eigenes GIF runterladen. Ich habe hier nichts auf dem Mac. Ja, aber ich weiß jetzt, woran es liegt, Leute. Das ist ganz einfach. Ihr seht das vielleicht, wenn ich rüberwische auf einen anderen Schreibtisch hier mit dem Mac, dann seht ihr, dass ich kurz verschiebe, glaube ich. Ich glaube, das sieht man ganz, ganz kurz. Und dann hängt das Bild, weil im Hintergrund auf den anderen Schreibtisch, ja, im Hintergrund auf dem anderen Schreibtisch, da ist nämlich jetzt OBS. Das heißt, ich kann hier unter Mac nicht mit Schreibtischen arbeiten. Ich kann hier Mac nicht damit arbeiten. Jetzt ist wieder Bewegung. Ja. Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann muss ich da nachher mal den Chat ausmachen. Und muss ihn dann doch hier unter OBS laufen lassen, im Vordergrund quasi. Das ist ein wenig doof. Oder ich kann ihn auch am Handy lesen. Ja, ist klar. Könnt ihr auch am Handy lesen. Muss eh nicht immer nach vorne gucken, außer für das Mikro. Weil hier ist jetzt ein richtiges Mikro dran. Ne? Ihr könnt euch ja an mein altes Equipment erinnern. Das habe ich einfach mal mitgeschleppt. Musste noch ein bisschen improvisieren, was so Stromstecker angeht und so, aber habe alles wieder hingekriegt. Alles wieder hingekriegt. So, ich denke mal, hier passiert nichts. Dann nehmen wir einmal
den kleinen Free-to-Play, da passiert ja auch ein bisschen was. Da hat aber auch noch keiner angegriffen. 37 Minuten und das hat noch keiner angegriffen. Was ist denn hier los in den Clans? Was ist denn hier los? Und hier ist wahrscheinlich auch gar keiner da. Ach doch, hier sind sogar Leute. 5000 Punkte noch, dann haben wir es. Ja, Beckensheriff hier, der hat jetzt schon richtig viele Punkte. Er kann sich gar nicht retten vor den Punkten hier. Sehe ich jetzt gerade. Er kann sich gar nicht retten vor lauter Punkte. Wollen wir mal schnell welche machen. Dann machen wir mal eben schnell welche. Da. Sehr schön. Zack, zack. Achso, das ist jetzt ein bisschen doof. Ich habe nur den einen, ne? Oder ich habe nur zwei. Ja, okay, ich hab nur zwei gerade. Und ich will da landen. Sonst fliegen wir wieder zu weit, ne? So, die Queen noch, sehr schön. Oh, wo laufen die alle hin? Der eine zumindest. Oh, scheiße. Die haben richtig die Biege gerade gemacht, ne? Meine Herren. Die haben gerade richtig die Biege gemacht, okay. Das war jetzt ein bisschen Fülle. Ich greife heute heimlich in der Nacht an. Muss ja zum Nahen passieren. Oh, ich glaube, das waren noch Spendertruppen, die letzten fünf da, ne? Kann das sein, dass das noch Spendertruppen waren? Nee, ne? Ich habe einfach keine Lust, die... Wieso sind das alles für dich Pussys? Oh, es gibt ja fetten Sternebonus, ne? Eieiei. Okay. Da haben wir noch was hier. Alpha. Ab geht's. Live-Action. Ja, die Farben sind nach wie vor ein bisschen anders. Ich habe auch hier noch keinen Colorfilter rübergelegt, aber das macht, glaube ich, auch nichts. Schlimmer als bei Beaker's Lab oder bei manch anderen Amerikanern, die da auch immer irgendwie so ganz komische Farben rauskriegen. Da ist es halt nicht anders. So, wir schauen mal. Mit Hybridi, mit Hybrid. Später Gift, aber besser spät als nie, würde ich sagen. Noch ein Mauerbruch, ja. Ich meine, noch ein Mauerbruch war jetzt gerade übertrieben. Ne? Die Queen kam eher ans Rathaus dran. Ne? Aber vielleicht will man ja ein bisschen weitergehen, so Richtung X-Bogen oder so. Musste er schon ziehen, was nicht so schlimm ist. Rathaus ist weg. Und dann kann von irgendwo mal der Hybrid anfangen. Ja, leider auch. Ärgerlich. Aber gut, das ist immer die sichere Kiste des Hybrids, so sage ich mal. Ne? Queen schafft das Rathaus. Problem ist, kackt jetzt ab, weil viel zu viel Dev auf ihr ist. Und hier hinten ist der Adler, weißt du? Besser hier hinten rein. Ich meine, ist eh nur ein Multi. Hier hast du schon mal zwei, drei Helden weg. Hier eins, zwei, drei. Und gehst dann hier unten irgendwo mit dem Hybrid rüber. Der Hybrid kommt bis dahin. Ja, der Hybrid kommt bis dahin. Das... Viele glauben das dann ja nicht, ne? Schau dir die unteren gleich mal an. Rathaus 13, Streukapatut, Versteuerter, kann man damit klug, Max out, hä? Das sage ich immer zu meinem Hund Max, wenn er was fallen lassen soll.
Max, out. Ja, okay, ich hätte, also ich mag Hunde auch und mein Hund würde natürlich den glorreichen Namen haben, komm her. Ja, also so würde ich meinen Hund nennen, komm her. Das spart einen viel Gelabere. Aber Max Out ist auch nicht schlecht. Ja, Max Out. Ja, was geht? Hi. Schade, dass wir auf Twitch nicht so Rollenspiel-Namenskonventionen haben, ne? Dann würden einige nicht so heißen, wie sie heißen. Aber gut, das muss auch jeder selber wissen, wenn er sich darin wohlfühlt. Okay, ist doch nur noch ein Timefail geworden. Ärgerlich. Schade. 95. Doch nur noch ein Timefail geworden. Na gut. Ganz ruhig. Würde mich heute auch anders nennen. Naja, Mo 3203, das geht auf jeden Fall etwas mehr in Ordnung als der Pilot da drüber, über dir im Chat. Weil wie willst du so einen benennen? Da kriege ich dann eher noch ein Ban wahrscheinlich, weil ich die Leute hier disse mit ihren Namen, weißt du? Und dann zeigen die Twitch das hier. Guck mal hier, der beleidigt mich. Wieso die 13er sind doch sicherlich gut, oder nicht? Oder die 12er. Mal gucken hier beim Gegner. Der kann nicht richtig sprechen, verzeih es ihm. Ja, okay, dann wenn das so ist, ja. Okay. High Face Fragezeichen. Okay, aber immerhin. Warum? Das sieht doch gut aus hier. Der 12er hier. Oh, die Base habe ich doch die Tage mal gemacht mit irgendwas, ne? Aber ich weiß nur nicht mehr mit was. Oh, okay. Okay, ich weiß, was du meinst. Ja, okay, der hat halt noch keine. Der ist halt gerade so, guck mal, der ist ja auch noch nicht so lange 13. Der hat halt keine Scattershots. Willst du mal machen? Guck mal, das sieht schon ganz anders aus hier. Der hat auch keine. Okay, aber was machen die 13er denn hier? Wieso bauen die keine Scattershots? Obwohl, der ist auch S1. Okay, der ist auch S1. Also können wir ihm auch noch verzeihen. Der hat jetzt welche, hoffe ich. Auch nicht, es sind 5er. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen sprachlos, Leute. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen sprachlos. Die 13er hier sehen ja wirklich katastrophal aus. Na, hier wird schon normal, okay. Die sahen jetzt wirklich. Ach, also, die sahen wirklich nicht gut aus, ne?
Jo, Hallöchen, Sparkling. Grüße. Ah, die schmutzigen Worte, ja, aber ehrlich. Sowas riecht dich auf, echt? Naja, das riecht mich jetzt nicht auf. Ist zwar leichte Beute, aber hier oben wird es dann wieder umso schwerer. Da müssen wir halt ein bisschen reinhauen. Muss man Chlor sagen. Richtig, es soll spannend werden bei den Gegnern. Kannst du wetten machen, wie viel wir swaggen? Auch nicht schlecht. Okay, wie viel Truppen braucht? Klingt für Nummer X. Dann sehen wir am Ende, wenn das Endbild da ist, dann ziehen wir von seiner Truppenanzahl die Truppen ab. Dann wissen wir ja, wie viel er gemacht hat. Und ja, so geht es natürlich auch. Klar. Ich muss jetzt echt mal ein bisschen lachen. Ja, das stimmt, aber keiner traut sich hier anzugreifen, ne? Keiner traut sich immer hier was anzugreifen. Kann ich auch weggehen? Meine ich ja auch nicht. Wo bin ich denn eigentlich gelistet hier? Ach, ganz tief hier, 6. Ganz tief. Ich greife jetzt gleich an. Okay. Das heißt also, noch vor meiner großen Pause greifst du gleich an. Sehr cool. Oh mein Gott. Könnt ihr euch noch an diese Legenden-Bs erinnern? Uah. Die Farben sind aber wirklich krass, ne? Mann, Mann. Oh ja, geht aber. Ich greife jetzt gleich an. Nur mit Helden, ne? Hier. Also Placeholder nochmal gesagt, Nico und Chef am Busch. Oder Chief am Busch. Und Nico hat sich schon beschwert, echt? Habe ich gar nicht gekriegt. Mitbekommen heute hier. Ach da, hat mal wieder 3/4 Helden im Ausbau. Wieso bin ich im Clan-Krieg dabei? Das nenne ich noch nicht Beschwerde. Das nannte ich jetzt noch nicht Beschwerde. Naja, okay, dann warte ich mal noch vor meiner kleinen Pause. Ich habe die Pillar-Szene nämlich auch eingebaut hier. Da bin ich wenigstens noch zugekommen, Leute. Guten Abend, Toto. Guten Abend, Coco. Na, hast du fertig? Was du auch mal gemacht hast. Ich hatte nur einen Hinweis auf Discord. Weil ich selber so ein bisschen mein Book hier mal wieder eingerichtet habe für Stream. Abseits der eigenen 4 Wände. Gezeldert hast du, okay. Auch nicht schlecht. Oh Gott, gezeldert. Und wir warten hier, dass hier einer angreift. Ganz mau hier heute. Also eben hat sich die Meute hier über diese Leute hier beschwert. Also nicht über die, sondern über die hier. Dass sie so schlecht sind und wir wieder so ein CK machen hier, der überhaupt keinen Spaß macht. Ne? Die Gegner können nichts und haben Bases von jenseits von Gut und Böse schlecht. Und was natürlich ein bisschen doof ist, klar. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber ist egal. Wie kannst du nur Toto? Ja. Naja. Ist halt so. Aber klappt von Mal zu Mal besser, muss ich sagen. Und wenn ich nicht ewig irgendwas vergessen würde, irgendwas vergisst er immer mitzunehmen, ne? Dann wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen angenehmer. Aber so geht das schon. Aber wir haben eben auch einen kleinen Bug festgestellt hier, weil am MacBook kann man ja eigentlich schön mit so Schreibtischen arbeiten. Also du kannst so mit Wischgestiken oder Wischgesten kannst du deine Bildschirme so nach rechts und nach links schieben.
Das hatte ich mir auch so eingerichtet, dass ich so nach links schiebe, meinen Chat habe und so viel, viel größer. Aber dann bleibt das Bild stehen. Sobald der Erste beim Hintergrund ist, bleibt er wohl irgendwie stehen. Oder nicht mehr im Vordergrund, bleibt er wohl irgendwie stehen. Ich meine, ich habe ihn jetzt auch nicht im Vordergrund und es bleibt nicht stehen. Keine Ahnung, der tickt hier ein bisschen anders unter dem Mac. Aber macht nichts. Mikro ist, glaube ich, jetzt mittlerweile ein bisschen besser. Hals war immer noch ganz, ganz gut hier, aber ich habe ihn noch auch räumlich noch mal in einen anderen Raum jetzt und der ist halt riesengroß und ist noch nicht so bestückt, wie man sich das vorstellen. Moment. Aber es geht eigentlich schon ganz gut. So, an mir steht, mit oder ohne Wette. Ja. Ich meine, wenn du jetzt die 10 machst, ne, mit dem 15er, ne, da brauchen wir nicht wetten, oder? Schafft Nachtschatten die 10 mit seinem 15er. Nur mit zwei Helden. Die Helden haben wir natürlich vorher ausgesucht. Warden und Roll Champion. Fehl ganz klar, okay? Meinst du? Nee, so sind wir ja auch nicht. Nachtschatten, ich kann nichts für, dass du VIP bist und kein Mod. Wenn du Mod wärst, hätten wir schon lange eine Wette hier oben pinnen, aber Sparkling und Nüven pennen wahrscheinlich wieder so nebenbei, so tief und fest. Mach die 12 mit einer interessanten Armee. Okay. Die 12. Und du nimmst du 13, okay. Alles andere ist hier zu. Ist unter deiner Würde, oder was? Alles andere ist unter deiner Würde. Macht die Zuhörer schon gar nicht. Aber vielleicht wird es auch mal ein Fehlnachtschatten. Kann ja auch sein, ne? Und wir haben keine Kanalpunkte auf dich gesetzt. Vor allen Dingen keine, wo halt wenige Leute eine gute Quote kriegen. So wie letztes Mal. Da haben ja ein, zwei Leute echt abgeräumt. Mod ist viel zu stressig und da muss ich mich benehmen. Ja, vor allen Dingen fällt das VIP-Zeichen dann weg. Geht halt nur Mod oder es geht halt nur VIP. Da muss man sich benehmen, ja. Bei Coco benehmen sich mal alle. Egal, wer da im Chat ist. Ob das im Voice-Chat ist oder im Chat. Da ist immer alle Friede, Friede, Freude, Eierkuchen. Da benimmt sich niemand daneben. Benehmen muss man sich so oder so. Naja, du hast immer noch ein bisschen den Frauenbonus, Coco, bei mir. Da ist das nicht so. Bei Männern ist das anders. Bei Frauen, die haben immer im Stream Bonus. Außer die soziale Veganerin da, die nicht mehr, aber ich glaube, die streamt auch gar nicht mehr, ne? Oder ist sie vielleicht bei Seven Visus Wild dabei? War die nominiert? Nee, ne? Aber die habe ich hier schon länger nicht mehr auf Twitch jetzt gesehen. Oder ist sie gebannt worden, weil sie zu frech war? Die militante Veganerin, kennst du sie nicht? Nach Angela Merkel die zweitberühmteste deutsche Frau, würde ich jetzt so behaupten. Würde ich jetzt mal so behaupten. Nachtschatten, wie lange muss ich eigentlich noch um meinen Toilettengang warten? Mann, Mann, Mann. Mit A. Militante Veganerin. Ja. Findest du. Kannst ruhig falsch schreiben auf YouTube. Kannst ruhig falsch schreiben auf YouTube. YouTube macht das gerade. Google. Google macht das gerade. Moin, Nathalie. So, da ist er, der Nachtschatten. Gucken wir mal. 12 auf 13, weil ihm die 12 einfach schon zu schwach sind. Doch, mit Schleichis. Ach so, die heißt wirklich so. Ja, also die heißt jetzt nicht wirklich so, aber so heißt die. Ja, und so heißen auch ihre Kanäle. Und so findet man die auch. Okay, hier kommt eine Blimp. Haben die eigentlich Klarburg-Truppen? Das weiß ich gar nicht. Ah, doch. Da war ein Loon drin, okay. Der fliegt jetzt aber raus, also nicht zu den Clanburg-Truppen. Ich hätte fast gesagt, oh, da hat er aber Glück. Aber er hat 45 Truppen in der Clanburg, okay. Rados ist schon mal Geschichte. Wie sieht es aus mit dem Adler auch noch? Adler noch, Luftabwehr auch noch. Obwohl das alles eigentlich egal ist, ne? Die Schleichis müssen es jetzt reißen, ne? Heieiei, Nachtschatten, ich glaube, da hast du dich zu weit aus dem Fenster gelehnt.
Ich glaube, da hast du dich zu weit aus dem Fenster gelehnt, obwohl natürlich die Ressourcengebäude wirklich alle schön am Rand sind hier, ne? Da ist nichts irgendwie so zweite Reihe. Das heißt also, wenn das erstmal weg ist, dieses ganze Gelumpe hier, dann können natürlich die Sneakies hier auch ihre Messer gegen die Def wetzen lassen, ne? Ja, die World Championatin hier, die ist ja out of order, ne? Dachte, du hast einen Namen gewählt, weil man den vielleicht nicht so oft sagen willst. Nee, nee. Nein, nein. Das ist nicht so. Und die gibt es halt wirklich. Und ich kann dir sagen, ich mag sie auch nicht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die und nicht uns, sondern dass die der Welt unbedingt, egal was da kommt, ihren Willen aufdrücken will. Ihren Veganer-Willen und will alle bekehren. So nach dem Motto, willst du wirklich, dass dieses Schwein geschlachtet wird für dich, dass du es isst? Und will einen ins Gewissen reden. Ja, okay, 24 Sneakies hier gesweckt. 24 Sneakies gesweckt, den Warden gesweckt und auch den. Oh. Es weckt nichts. Alles wird gesetzt hier. Weil kostet auch alles kein Geld mehr, ne? Weil kostet alles kein Geld mehr. Ich sage immer alles im Maßen. Ja, man muss nichts übertreiben, man braucht das auch nicht unbedingt. Aber die Base war wirklich schwach. Die macht er jetzt auf. Was macht die jetzt? Arbeitet die jetzt in der Dönerbude oder was? Ich habe keinen Hype. Hype ist out. Ich habe noch keinen Bubu, Bubu. Ich meine, ich könnte ihn natürlich selber machen, den Hype, ne? Da, 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 da. Das geht natürlich auch selber, ne? Self-Hype. Wir müssen nur ein bisschen. Ach, auf OnlyFans. Nur weil einer mal gesagt hat, die ist schick und schön, ist sie jetzt nur noch auf OnlyFans. Okay. Vielleicht Glück für den Rest der Menschheit. Ja? Vielleicht Glück für den Rest der Menschheit. Meine, wer auf Sportsgeräten steht, also ist ja noch nicht mal eine Sportsgeräte, ne? Leute, die ist so dünn, die hat ja nichts auf den Rippen. Ah, schrecklich, wenn da überall die Knochen rausgucken. Ne, das ist nix. Das kannst du knicken. Das finde ich nicht so, das finde ich nicht so toll. Denkst ja irgendwie so an Unterernährung und so, ne? Das eigentlich im nach wie vor sehr wohlhabenden Deutschland. OnlyFans. Hat mich auch mal jemand gefragt, ob ich das nicht machen möchte. Naja. Kann man da auch seine Plauze einfach so ganz vulgär zeigen? Dicke Bäuchetänze und so? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da so eine Rubrik? Schöne, runde, dicke Bäuche. Männerbäuche. Dann mach lieber Patreon. Was ist das eigentlich, Patreon? Was ist das eigentlich? Das liest man ja immer wieder, ne? Patreon hier, Patreon da. Also jetzt das vorherige Patreon. Nicht, dass das jetzt auch eine Plattform ist oder so, die ich nicht kenne. Die kenne ich wirklich nicht. Das kommt von dem veganen Zeug, okay? Wie oft nur besser und nicht so wie oft. Ah, okay. Da würde ich dich sehen. Okay. Aber die Werbeunterbrechung ist ja schon wieder weg. Sowas Doofes. In der Werbeunterbrechung hätte ich ja jetzt mal Pipi gehen lassen können, ne? Okay, wenn ihr Werbung habt, dann mache ich das auch kurz. Warte, ich hab die Szene hier. Die nennt sich hier jetzt PPP. Ich habe noch keinen Szenenwechsler, also hier, das geht hier so Schlag auf Schlag, ne? Thank you.
So Leute, ich würde sagen, mal erstmal Spin Wheel. Warte, sind wir wieder on air. Ja. Den passt. Gut aus. So. Machen wir die Cam gleich auch an. Also zweite Stunde mit Cam. Also machen wir mal gucken, ob der Wheel jetzt funktioniert. Ich muss den Wheel nach vorne holen. Doof. Warte, Leute, jetzt muss ich gerade hart improvisieren. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Wie kriege ich das jetzt rüber geschoben? Warte mal. So kriege ich das rüber geschoben. Na. Hallo. Hier will ich das hin haben. Ah ne, da nicht. Na komm.
Da. Jetzt kriege ich das da nicht hin, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Oder ist das Schreibtisch 1? So. Habe ich jetzt OBS genau dahinter? Nee, immer noch nicht. Fuck. Wartet. Ja, immer sollen wir auf die warten, Toto. Ja. Weiß, ist doof. Was soll ich machen? Twitch. Hallo. Den Schreibtisch. Ach, immer noch nicht. Mein Mist. Das kann jetzt nicht wahr sein, ey. Dann auf den. Ja, jetzt passt es. Jetzt habe ich es und es passt. So. Also auf das Creator Dashboard. Sehr schön. Die Manager und dann einmal die Vorhersagen verwalten. Ah ne, die Vorhersage war das ja gar nicht. Das war ja das Glücksrädel, ne? Kanalraten, Glücksrad. Nur im Mod-Chat. Wo ist das Glücksrad? Ah, da. Belohnungsanfragen verwalten. Alles klar. So, wir haben zwei Belohnungsanfragen. Einmal von Sanchez von vor 3 Tagen, aber der wird gar nicht da sein. Das heißt, wir ziehen die von Nick erstmal ab, würde ich sagen. Und machen das dann auch. Auf der Szene Spin-Wheel. So, hier haben wir das Wheel. Ich habe dieses Wheel jetzt erstmal ohne Cam hier. Aber, oh, der erste ist aus. Und der erste ist an. Und habe das jetzt auf der Wheel-Seite hier und könnte jetzt mal spinnen, mal sehen, ob das noch funktioniert. Einmal interagieren, zack, mit dem Rad und dann drehen wir für den Nick. Ja, was ist das denn, deiner? Das ist doch nicht mein Rad. Ey Leute, das ist ja nicht mein Rad. Ich habe gedacht, das ist mein Rad hier. Jetzt soll ich mit Nick essen gehen, oder was? Das ist ja nicht mein Rad. Wo ist mein Rad? Das ist doch nicht mein Rad. Das kann jetzt nicht wahr sein. Jetzt kriege ich mein Rad wieder nicht, Leute. Ich mein Saved Rad nicht wieder. Das ist zum Kotzen. Und ich habe es eben, ich habe gedacht, es ist meins eben. Ich lade die Seite mal nochmal fresh. My Saved Räder. Und da habe ich immer so ein paar gesehen eben. Oh, jetzt muss ich mit Nick essen gehen. Toll. Bin begeistert, ey. Ich glaube, wir machen nicht mit Rad, wa? Es ist ja. Warum benutzt du nicht das von Streamlabs? Da habe ich tatsächlich eins. Aber auch das müsste ich jetzt hier erst irgendwie reinbauen. Und dieses hier ist mir einfach ein bisschen lieber, weil das einfach cooler ist, muss ich sagen. Ja, wir sehen jetzt gerade, wie cool es ist. Ich weiß. Ich muss es jetzt auch einmal unsichtbar machen und wieder sichtbar. Das gesettet noch nicht mal, ne? Eigenschaften, warte mal, Browser, so. Jetzt resettet das mal. Aber ich finde halt mein Rad nicht wieder. Das ist echt doof. Und eigentlich gibt es ja abgespeicherte Räder, die man sich eigentlich auch als Nicht-Follower von Facebook angucken kann und so ein Mist. Weil ich will nicht, dass... Das ist Blödsinn. Ich muss das nicht machen hier. Hier followen.
Man kann die auch so sehen. Ich weiß nur nicht, wie man das auf dieser doofen Seite macht hier. Ich habe mir leider den Code nicht abgespeichert. Ich kriege das nicht nochmal wieder, Leute. Das ist wirklich doof. Warte mal, save as new wheel kann ich auch nicht machen. Kann es auch nicht mal saven, modifieren. Paste, clear options. Tja, es funzt nicht, Leute. Es funzt nicht, egal wie ich mich drehe und wende. Ich kriege mein Rad hier nicht mehr wieder. Er wartet noch auf eine Webseite hier, die noch nicht geladen ist. Ich kriege mein Ding hier nicht wieder. Und das von Streamlabs, das müsste ich ja jetzt auch hier irgendwo einbauen, ne? Auch doof. Streamlabs. Streamlabs. Komm, ja. Das hab ich tatsächlich noch. Login mit Twitch, bitte. Ah, da war ich jetzt schon länger nicht. Der will bestimmt was von mir haben. Ah, nee, doch nicht. Go to Dashboard. Gucken wir mal gerade. Widget. Ja. Und dann gucke ich mal gerade, was das für ein Widget. Obwohl, das Widget, was ich ja habe, das sehe ich hier ja gar nicht. Ne? Game Widget, warte mal. Chatbox, Bitziel, Tiffany, Subserver Goal, Emote One, Follower Ziel, Super Chat Umfrage. Das ist nur auf Deutsch. Wie heißt denn sowas auf Deutsch? Glücksrad da. Das will der mich durch so ein Tutorial führen. Aber ich habe ja mein Glücksrad. Ah, okay. Save Settings. Und einmal die URL kopieren. Wir gehen zu OBS rüber. Mach das Wheel mal weg hier. Mach mal das von Streamlabs hin. Mal gucken. Ja, das ist das alte Wheel, ne? Das ist das alte Wheel hier. Naja. Sieht nicht so gut aus. Deiner bei Meckes, ja. Deiner bei Meckes ist auch nicht schlecht. Aber für das Rad zahle ich keine 3K. Ich verlange eine Preisminderung. Okay. Alt, aber immer noch hoch im Abzocken, okay? Also ich bin mit einem Deiner zufriedener als mit einer Niete. Nee, wir drehen hier nochmal. Wir drehen hier nochmal. Also so lassen wir uns hier nicht abzocken, ne? Außerdem bin ich hier der Abzocker. Ich bin da der Hoch, der Abzocker. Jetzt muss ich nur mal sehen. Jetzt muss ich nur mal sehen, wie ich dieses Rad eigentlich noch mal bediene. Warte mal, nee, nicht Download. Neueste Ereignisse. Neueste Ereignisse und dann haben wir hier Filter, Play Alerts, Mood Sound, Safe Mode. Wie ist denn der Scheiß nochmal? Ach, hier ist es. Okay, dann spinnen wir mal. Ich spinne mal nochmal. Ich kann es mir nur auf dem Handy angucken. Dann spinnen wir das Wheel nochmal. Hallo, wieso spinnst du das Wheel nicht?
Warum spinnt er das nicht? Ach so. Jetzt. Immer noch nicht. Ah doch, jetzt geht's. Okay. Okay. Es geht doch. Gewinnt 20.000 Totos. Na bitte. Hallo. 20.000 Totos. Auch nicht schlecht. Besser als ein Diner mit mir, glaub mir. Besser als ein Diner mit mir. Hat Points. Nick. 6-3. Obwohl man mit den Totos ja nicht mehr wirklich was machen kann. Aber da müssen wir uns auch mal was einfallen lassen. 20.000. So. Ich glaube, das ist besser so, ne? Und Sanchez ist nicht da. So ein Glück. Dann können wir auch auf das Live-Pad hier wieder gehen. Ja, yeah. Easy. Danke, Mann. Vielen Dank, Easy. Ist aber nett. Achso, das wurde gerade nochmal abgejingelt, ne? Ja. Bei Toto, 33. Monat. Glückszahl, wa? Vielen Dank, Easy. Und willkommen. Danke, danke, danke. Achso, wir wollten ja jetzt mit Cam machen, ne? So, Leute, jetzt wird es ganz gruselig, warte. Wo ist meine Cam? Da. Okay, der Text sollte auch über die Cam. So ist besser. So, jetzt haben wir eine Cam hier. Die ist noch ein bisschen dunkel. Aber ich habe mir so kleine Lichtringe gekauft. Mal gucken, ob die das Ganze ein bisschen heller machen. Ich habe mir hier so kleine so Handyleuchten gekauft. Oh. Die mache ich mal auf die erste Stufe an hier. Na, guck mal, ich habe ein bisschen Licht. Oder bin ich jetzt ein bisschen zu überbelichtet, dass ich das Ding in der Mitte vielleicht ausmachen sollte? Und noch rechts und links. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen Schattenwurf. Oh. Wieso höre ich mich denn fünffach hier? Wieso höre ich mich hier fünffach? Hallo. Geht ja. Naja, okay. Ja. Du hast den passenden Taint für die Lampen, keine Sorge. Ja, das sind wirklich so süße Lämpchen hier. Das sind wirklich so süße Klemmlampen, eigentlich so für Handys. Und die leuchten im Moment nur auf Stufe 1. Ich habe 3 Stück. Eins auf der Ecke von dem MacBook, eins auf der Ecke und eins genau in der Mitte über der Cam. Die Cam ist auch in der Lage, direkt auf das iPhone zu springen hier. Also ich kann hier in den Kamera-Settings am Mac sagen, mach mal Thorstens iPhone. Das habe ich heute auch schon probiert, das sieht 1000-mal besser aus. Auch von der Beleuchtung her ganz, ganz anders. Aber ich brauche das eigentlich immer so ein bisschen. Oder ich muss mir ein anderes noch mitnehmen. Oder wir nehmen das iPhone 7 Plus. Weil ich habe auch diesen komischen Ständer hier mit. Und dann könnte man das eigentlich da machen. Das geht auch. Nee, ist kein neuer Raum. Oh, andere Farbe. Nein, stimmt nicht. Ja, iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus ist in jedem Fall nicht schlecht. Weil die Kamera ist ganz gut. Okay. Nein, bin ich nicht. Damit kann man das ganz gut machen. Vielen Dank, Area 51. Jetzt kann ich auch wieder was zeigen, ne? Ja, ein bisschen hell ist es ja schon, ne? Aber ist, glaube ich, so ganz in Ordnung, ja. Immerhin. Es braucht mehr Leben im Hintergrund, oder? Ja, ich lasse sie jetzt aber auch so groß, wie sie ist. Ich könnte sie jetzt ja noch ein bisschen verschieben.
Das heißt, so die eine oder andere Ecke hier so ein bisschen verschieben, aber macht nicht wirklich Sinn. Warte mal. Ich muss ja mal das ganze MacBook drehen für die Kamera, ne? Ist aber auch doof. Ich meine, hier in dem Ding kannst du das halt nicht machen. Aber Beleuchtung ist super, ja, so ein bisschen so für einen Dunkelstream, ne? Wollen wir mal ein bisschen noch so gehen, so. Das Star Wars. Ja, Toto wechselt seit Tagen sein T-Shirt nicht. Hm, okay. Ich sehe den Text darunter noch flimmern, glaube ich. Ich mache den mal aus. So. Aber ich könnte es eigentlich doch gerade anpassen, warte mal. War das mit Option oder war das mit Shift? Nee, das war mit Option. Okay. Das war mit Option so ein bisschen, so. Ich meine, da machen wir das schon so ein bisschen passender hier, ne? So. Nee, ich musste es nicht wechseln. Okay, es gab gleich einen Angriff auf die 3 oder auf die 10. Mal gucken. 3 ist schon markiert hier von Proxy. Okay, so. Sehr schön. Du, das streamst jetzt immer auf der Arbeit. Ja, ich bin für Nacht zu Nachtarbeit, verdammt. Ich habe jetzt öfter mal Wochenendarbeit. Muss mal so zur Arbeit kommen, dann bin ich nicht der einzige offensichtliche Nerd. Achso, du meinst mit dem T-Shirt oder was? Okay, da erscheine ich jetzt nicht auf der Arbeit mit. Obwohl das auch egal wäre. Mein Angriff wird nichts, Toto. Okay. Nachtschatten. Angriff wird nichts. Der erste ist ja was geworden, der war ja nicht schlecht. Der erste war ja nicht schlecht. Odin, sagen wir einfach, es ist woanders, okay? Keine weiteren Fragen. Und es ist auch eher die Ausnahme. Also, deswegen streame ich freitags im Moment ab und zu mal nicht, weil ich dann auf Reise bin. Weil aus der Deutschen Bahn oder aus dem Auto kann ich halt immer schlecht streamen. Deswegen verstehe ich, aber habe ich das jetzt schon zum zweiten Mal auf den Samstag verschoben, so ein, zwei Stündchen oder so, dann bin ich wenigstens da, ne? Dann ist das nicht so ganz unversprochen. Ansonsten ist mir die Zeit zwischen Mittwoch und dem nächsten Montag eigentlich auch ein bisschen lang. So ein bisschen soll dieser 3-Tage-Rhythmus oder 2-Tage-Rhythmus soll eigentlich noch drin sein. Also montags, mittwochs, freitags, okay. Wenn der Freitag wegbricht, dann nehmen wir halt den Samstag, ne? Oder vielleicht den Sonntag, je nachdem. Die Übertragung vom Spiel ist nicht auf dem iPhone, nee, die ist nach wie vor auf dem iPad. Das habe ich jetzt halt auch nicht in meinem normalen kleinen Ständerstativ, sondern das habe ich jetzt mal hier so liegen. Aber ich kann euch sagen, ich bin auch immer sehr vorsichtig mit meinen Sachen. Es liegt auf einem, wie nennt man das, auf so einem schönen Tuch. Staubtuch, Staubwedeltuch. Schmutztuch, ist schon. Das, was so Staub anzieht. Was du dir ausgedacht hast, war ziemlich dumm oder ist ziemlich dumm, okay. Gucken wir mal, Proxy. Gibt es da ein Streamlabs-Tool für, du meinst zum Spiegeln für das iPad? Ich nutze den Air-Server sowohl am Windows-PC als auch jetzt am Mac. Die gleiche Software, Mikrofasertuch heißt das, ja. Mikrofasertuch, ich bin nicht drauf gekommen. Ich nutze die gleiche Software. Unten steht es auch, glaube ich, ihr seht es ja, glaube ich, auch im Stream. Da steht immer noch Trial. Und ich nutze immer noch die Trial-Version, sowohl die Windows- als die Mac-Version kostet 16,99 € und bietet nicht mehr. Also ihr kriegt nicht mehr, wenn ihr die Software registriert oder wenn man sich die Software registriert, sondern sie ist dann halt für die unbegrenzte Nutzbarkeit. Unter Windows 10 hat das noch einen kleinen anderen Charme, da kannst du die App benutzen oder die AirServer-Software. Für beides ist die Lizenz gültig und hier müsste ich jetzt eine neue kaufen. Und da das jetzt das zweite Mal ist, dass ich das mache und vielleicht mache ich das ja öfter mal in dem Format,
Habe ich mir wahrscheinlich jetzt schon überlegt, ich kaufe die einfach auch nochmal für 16 Euro. Dann ist das Schaltzeichen da unten weg, ne? Das ist ja jetzt nicht so teuer. Für eine einigermaßen Software zahlt man ja auch immer, oder zahlt man eigentlich, sollte man Geld für zahlen. Ich denke mal, so die Zeit mit diesen gecrackten Keys oder gecrackten Versionen, die ist eh vorbei, weil alles ja nicht mehr so wirklich teuer ist. Das Spiegeln auf dem Mac ist noch mal ein bisschen umständlicher als auf dem PC. Auf dem PC geht es wirklich einfach. Programm installieren, laufen lassen, am iPad oben hier so runterziehen, hier so da, ne, oder am Handy, und dann hier auf die Bildschirmspiegelung gehen, und dann siehst du schon dein Gerät. Sie müssen halt im gleichen Netz hängen, und dann sagst du einfach, spiegel mal dahin, und dann hast du dein Ding hier irgendwo so im Fernseher oder halt auf dem PC. Auf Mac ist das ein bisschen umständlicher, da startet man die Software, scannt mit einer kleinen App, das ist AirServer Connect auf dem iPad, den Barcode ab und kann dann hier ähnlich connecten wie eben. Das geht eigentlich auch ganz gut. Also man gewöhnt sich da an alles, und ich musste mich da auch dran gewöhnen. Aber schönes Ding hier allerdings, schade, dass da noch ein Rathaus steht, ne? Schade, dass da noch ein Rathaus steht. Der arme Baby dran. Nicht zu beneiden. Euli. Ach, Euli schafft das auch nicht. Okay. Schade, Proxy. Schön rumrum geflogen. Muss man ja auch erstmal schaffen. Meine Garstigkeit habe ich natürlich nicht vergessen. Die ist in jedem Raum gleich. Nein, ist ja nicht schlimm. Wir haben mal genug Angriffe auf die. Wie hatte sie Nachtschatten heute Abend genannt? Auf die Pussys. Auf die Durban-Blatz. Ach, meine ungebremste Lust auf Clanspiele. Unbegrenzt. Immer noch kein Kanalpunktespiel, Leute. Was ist denn los mit euch? Kann ja nicht wahr sein. Es kann ja nicht wahr sein. Mucke läuft eigentlich auch ganz gut. Habe ich diesmal direkt vom Edge gestartet, obwohl die eben auch mal angehalten hatte. Die hatte eben auch mal ganz kurzfristig angehalten. Aber auch nur ganz kurzfristig. Aber dies Wheel, muss ich sagen, das ärgert mich wirklich am meisten. Oh, ich hab's, warte. Jetzt sage ich schon wieder, ich hab's, ne? COC-Rad. Ich lade mal. Da ist mein Rad. So. Und jetzt muss ich wahrscheinlich sagen, Apple Wheel Changes, Embedded Wheel. Ah, ich habe mein Wheel wieder, Leute. Ich habe mein Wheel wieder. Es hat doch noch funktioniert. Okay, es hat doch noch funktioniert. Steuerung V schnell in meine Taste. Ja. Also, ich habe es jetzt doch gerade irgendwie hingekriegt. Es war mir auch so ein bisschen unheimlich jetzt gerade eben mit dem anderen Wheel. Geht zwar auch, aber. Michael, aber nur das neue Wheel, ne? Das alte machen wir nicht mehr. Nur das neue Wheel. Ich schaue mal gerade, ob das jetzt auch das Richtige ist. Man kann hier so einen Studio-Modus anmachen. Dann seht ihr nicht, dass ich jetzt gerade die Szene bearbeiten kann, in der ich dann. V. Okay. Ach so, das war jetzt ein bisschen dusselig. Das war ein bisschen dusselig gerade von mir, weil ich habe viel zu viel kopiert gerade. Das darf nur bis da sein. Steuerung C. Steuerung V. So. Da ist es doch wieder.
Das dürfte jetzt auch mein richtiges Rad sein, ne? Ja, das können wir gleich noch einpendeln, aber das ist das richtige Rad. Und weil wir es so schön finden, bauen wir hier auch die Cam rein. Wenn wir sowieso schon dabei sind. Was war die Cam nochmal? Audio-Ausgabe, Audio-Eingabe, Bildbrowser, Farbquelle, Medienquelle. Videoaufnahmegerät heißt das, ne? Existierende, eine Cam. Achso, nur auswählen, Cam. So. Sehr schick. Die platzieren wir auch noch hier irgendwo rüber. Sehr schön. Passt. Passt. So. Muss dann wieder an den Schreibtisch. Was? Muss dann leider wieder an den Schreibtisch. Euch noch einen schönen Stream. Oh, da arbeiten Leute. Junge. Okay. Da arbeiten Leute. Was natürlich nicht so toll ist. Wenn jemand arbeitet. Aber okay. Es wurde ein Wheel erfordert. Da ist das alte. Das ist mein altes Wheel hier. Ist das auch wirklich, ja, ne? Ich mach mal eben Probe, du geh, warte. Ich mach mal ein Probe, aber ich glaube, das ist mein altes Wheel. Ich hab's ja schon im Text gesehen. Ich hab's ja eben schon im Text gesehen. Ja, das ist mein altes Wheel. Das ist mein altes, also nicht mein altes, sondern mein altes neues Wheel. Siehste. Gib Totos und gib Nieten, alles klar. Dann rollen wir mal für Michel. Oder ziehen wir Michel erst Punkte ab? Erst Punkte, ne? Würde ich sagen, oder? Erst Punkte abziehen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Anträge verwalten. Ah, nee, es gibt keinen Antrag. Sondern das war Punkte. Ich kann mir diese Buttons einfach nie merken. So, jetzt habe ich Chrome endlich beendet. Ende mit Chrome hier. Guck mal, wie hieß denn das nochmal? Ach, da Belohnungsverfahren, alles klar. Michael, erstmal abziehen, alles klar. So, abgezogen. Und dann drehen wir für Michael. Oh, Michael gewinnt einen Dorfbesuch. Pfui. Naja, okay. Es sei ihm gegönnt. Das sage ich aber auch immer nur so, ne? Sei ihm gegönnt. Michael, sag mal deinen einen Russia-Account. Den gebe ich weiter. Ne, komm, sag mal diesen einen da, den du da verpeilt hast, weißt du? Kannst dich noch daran erinnern? Ich dachte, der geht auf 15, dabei geht er erst auf 14. Ne, du hast gedacht, der geht auf 14, dabei ging er schon auf 15,5 oder sowas. Kannst dich daran erinnern? Hast du mir irgendwann mal in einer stillen Minute getippt, dass du jetzt noch mehr Russia bist? Was ja wirklich toll ist. Oder nicht wirklich toll. Das überlasse ich dir. Ich passe das eben mal noch so ein bisschen an hier. Oh. Ja, Moment. Ja, mach mal. Meint er, hier im Hintergrund fehlt noch so ein bisschen was, ne? So ein bisschen Gemale. Oder man kann natürlich hier im Hintergrund an die Wand auch hier so noch so Lauflichter machen, ne? So wie bei den richtigen Leuten, die das so machen, ne? So tolles Licht und so Lichtspiele.
So Lichtspiele. So, Schleichis habe ich keine, aber ich habe noch normale. Und die sind ein Proxy, okay. 2, 3, 4, 5, 1. Wenn du was Nettes sehen willst, hätte ich gerade einen 14er mit Top-Platzierung anzubieten. Ja. Aber wir kennen ja deine Liebe zu Dorfbesuchen. Ja, ich will nur den einen Russia-Account sehen. Ich will nur den Russia-Account mir mal gerade angucken hier. Von Michel. Mal sehen, ob es wirklich so schlimm ist oder ob er schon ein bisschen aufgeholt hat. Ach so, der wollte einen großen Morbrich, den habe ich natürlich gar nicht. Einen großen Mauerbrecher. So. So, Michel, lass mal gucken. Search. Oh, hier greift er an hier. Sparky, guck mal. Sparky. Sparky bei Legende. Oh, Sparky, das wird nichts. Oh, Sparky, Nado hier. Eieieiei. Und noch eine kleine Falle. Das war's mit deinen kleinen Süßen hier. Nix da in der Mitte. Will doch fast nimmer. Ah, okay. Live. Ja, ich sehe jetzt gerade nur Sparkling. Ich sehe jetzt gerade nur Sparkling live. Ich muss immer ein Tod sterben, aber ist Legende hier, glaube ich. Ach nee, das ist ja live. Das ist ja der Live-Angriff. Okay. Age wäre nicht schlecht. Soll ich das mal nachlegen? Leo? Age ist nicht schlecht, Leo. Ich könnte das gleich mal nachlegen. Aber Age hört sich eigentlich schon mal ganz gut an. Könnte ich mal nachmachen hier bei meinem kleinen Body. Chatbot. Chatbefehle. Weil es gibt natürlich so einen ähnlichen Befehl, der ist sogar Standard hier. Aber da habe ich Age, glaube ich, gar nicht mit drin. Habe ich gar nicht daran gedacht, dass es sowas ja auch gibt. Warte mal. Oder ist das ein individueller Befehl? Das scheint mir ein individueller Befehl zu sein. Erweiterte Einstellungen. So, ich muss mal gucken. Neuen Befehl hinzufügen, nicht speichern. Und dann check das mal gerade nochmal, ob das geht oder ob ich dann noch ein Ausrufezeichen vormachen muss. Oh, ich kann es auch selber checken. Jetzt. Okay, da muss noch ein Zeichen vor, alles klar. Dann noch ein Zeichen vor. Befehlsalias aus Age. Speichern. Gehen wir nochmal rüber. Kann ich das nicht merken oder was? Der geht auch noch nicht. Klappt ja echt gut hier mit meinem Bot, ne? Age, ich kann es auch speichern. Oder muss ich das hier öfter speichern? Warte mal, Einstellungen, speichern. Gespeichert hat er jetzt gesagt, okay. Ja, vielleicht muss Stream Elements hier auch nochmal durchgestartet werden. Kann auch sein. Das kann auch sein. Auf den Mörser. Loons zum Tunneln benutzen, okay. Aber ist das nicht eine der Bases, die ich auch in Legende noch habe? Die Base von Nachtschatten, die ich immer noch nicht gewechselt habe. War doch auch so eine Ringbase, ne? Wo sich die Leute auch ab und zu mal schwer getan haben. Aber Nachtschatten gegen die Pussys hier oben sieht es aber noch nicht so aus, ne? Das ist nicht so eine, okay, echt nicht. Aber ähnlich ist die, ah nee, doch nicht. Ja, okay, ist noch ein bisschen anders. Ja, stimmt. Ist noch ein bisschen anders. Ich habe die immer noch. Also falls ich noch mal in Legende gehe, ne? Da hat ja mal wieder so ein schlauer Fuchs gefragt in den Kommentaren. Heute gibt es Legende. Vielleicht. Mal gucken. Je nachdem, wie ich Lust und Mauern schaffe. Aber zwei sollte ich jetzt mal wieder schaffen. Exakt. Wir sind noch nicht unter 60, okay? Habe ich denn endlich?
Doch, guck mal, ich habe doch auch genug Moorringe hier noch. Na, okay, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, aber es gibt ja ein paar bei den Clan-Spielen, ne? Ein paar gibt es ja bei den, oder gibt es auch ein paar hier noch? Oder habe ich das verpasst hier? Ah ne, es gibt eine Schaufel, cool. Dunkles. Ich glaube, die Ringe habe ich mir natürlich schon abgeholt, ne? Warte, kann das ja sehen, was man schon geclaimt hat. Ja, da habe ich mir die Ringe schon geholt, alles klar. Jo. Ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen mit meinen Angriffen nach deinem Spruch über Legenden. Komm. Ist nicht mehr lange Zeit, Mensch. Ist nicht mehr so lange Zeit. Wir haben schon wieder spät. Und ich habe nicht so spät angefangen. Ich wollte erst um 10 anfangen, habe aber eher angefangen. Push-Event mit der Community wäre doch mal was. Würde ich glatt noch eine Season dranhängen. Oh. Ja, es gibt so viele Sachen, die mir die Leute so rantragen. Ne, Toto, mach mal 50er oder sowas. Dann schmeißen wir Free-to-Play halt hier rein, die aktiven Leute. Und dann holen wir uns noch ein paar hier aus der Szene. Dann spielen wir mal einen schönen 50er hier über so ein schönes Wochenende. So mit richtig Stream, ne? Also mit mal wirklich 2 Tage richtig lang. Also Clankriegs First Phase, ersten 2, 3, 4 Stunden und dann Phase, Endphase, die letzten 2, 3, 4 Stunden oder so. Das wäre ja mal eine coole Sache. Es wird immer einiges an mich rangetragen, aber einiges, das braucht halt auch Zeit und Organisation. Ne? Und das, es gibt gewisse Sachen, die habe ich nicht. Weder das eine noch das andere. Boah, der will dir jetzt aber volle Panne pranken hier, ne? Jetzt will es denen aber richtig geben. Ja, jetzt laufen die hinter dem Clanbuch-Truppen hinterher. Damit hat er nicht gerechnet. Laufen die hinter. Ach nein, da sind noch welche am Rathaus. Gibt's ja nicht. Okay. Das nenne ich jetzt gerade echt nur Luck. Okay, hier hinten sind die Sneakies. Zack, Clanbuch ist weg. Sehr schön. Aber die war sowieso jetzt raus. Ne? Da war ein Drache drin und der Drachenreiter. Ne? Da bin ich mal gespannt. Ist ja egal, Leute. Lasst uns ruhig mal so spielen. Ist so schön, wenn das die Leute mal machen. Achso, wir können ja hier von der Szene hier runtergehen. Können wir es groß sehen, ne? Müssen ja nicht unbedingt Glücksrad haben. Ja, Push-Event. Oh. Vielleicht sollte ich das doch noch ein bisschen sensibilisieren hier. Beim 50er wäre ich auch dabei, aber angreifen mache ich lieber, wenn du off bist. Nee. Es zählen nur Angriffe während des Streams. Alles andere wird mit 0 Sternen gewertet. Und gleich noch ein neues holen. Beim 50er wäre er auch dabei. Okay. Naja. Jo. Da wollte ich einmal ohne Wardenfähigkeit in die Base und direkt bestraft mit Monster. Ja. Aber das hier wird ja auch gerade bestraft, ne? Wie heißt das immer? Hochfall kommt vor Übermut oder Übermut kommt vor Hochfall oder wie ist das? Kann ich eigentlich meine aktuelle Platzierung schon mal für dein potenzielles Push-Event in der Zukunft saven? Das krieg ich safe nicht nochmal hin. Meinst du, wäre schön oder was? Hast du jetzt gerade eine gute Platzierung? Bist du unter den Top 3 oder wie? Bist du immer mit Itzu am Battlen tagsüber? Wer schafft Platz 3? In der Welt. Oder ist das immer Platz 3 Deutschland? Nee, ne? Ja, ist ja nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. Die müssen ja auch erstmal angreifen, ne? Die haben wir noch nichts gesehen jetzt.
Und hier bei Free to Play müssen die Leute ja auch angreifen. Mal gucken, ich glaube, ich bin mit Toto dabei, mit dem kleinsten Zwölfer. Und habe bestimmt eine 3-Sterne-Armee am Start, wie immer. Es ist Raid Weekend und Toto hat auch schon richtig Punkte. Jetzt. Hat sich vor Punkte gar nicht retten, mal wieder. Shit-Karre gegen X-Bögen. Zu früh aufgegangen. Wird sich auch noch geärgert hier. Oh, gerade die unteren beiden. Ja. Und dann auch noch. Ich habe vorher schon gedacht, das ist doch die Rathaus 10 Base aus dem Tutorial. Also die man da als Probe-Base spielen kann. Die ist einfach nur groß gemacht worden. Okay, der 14er interessiert mich eh nicht. Mit den gerade mit 5000. Ach so. Oh, 5576 habe ich aber noch nicht geschafft. Erst recht nicht mit dem 14er, weil mit dem pushe ich eh nicht. Ich habe jetzt gedacht, du hättest einen tollen 15er. AC. Du bist raus. Du bist raus. Wieso die X-Bögen? Hier sind die doch noch ganz gut, die X-Bögen. Da tanken noch die Riesen ganz gut, aber die kommen irgendwie alle nicht weit. Ne? Kann das sein? Oh, da der Adler auf die Riesen. Eieieiei, und die Riesen kriegen die ganze Zeit Pfeffer. Ich hab gerade das Gefühl, das war jetzt gerade alles ein bisschen langsam. Weil die Dev konnte sich ja richtig schön einschießen auf die Truppen. Und dann wartet man natürlich so lange, bis die Riesen nicht mehr da sind, ne? Bevor man die anderen Truppen schickt. Weil der Funnel war ja gar nicht mal so schlecht. Also ich glaube, man muss nicht 4 Stunden funneln, um dann anfangen, so, jetzt komme ich mal in die Base rein. Man ist ja sogar noch reingekommen, ne? Heilzauber. Obwohl hier unten bei den Bohlern gar nicht mal schlecht, vor allen Dingen jetzt, wo die eine Doppelraumbombe abbekommen haben gerade, ist da doch noch was richtig raufgegangen. Ja, okay, du kannst es aber auch nicht wissen. Du kannst auch nicht den Heilzauber proaktiv schicken. Ne? 15er wäre schön, aber eine globale 1 schmeckt trotzdem. Irgendwann machen sich die ganzen 15er sicherlich so ein Scherz draus. Die zu battlen peile ich in 5 Jahren an, wenn ich mal Max sein sollte. Okay, aber du weißt schon, dass ich zu manchmal auch ein bisschen levelt, ne? Und der levelt auch immer mit dem Portemonnaie. Oder halt mit gekauften Büchern, die ja von der Steuer absetzen kann. Ich weiß gar nicht, wie so ein Steuerberater das macht. Hallo Ezo, haben Sie was zu versteuern? Ja. 14 Goldpässe. Dann habe ich im Supercell Store Shop ganz viele Gems gekauft und überhaupt kaufe ich immer hier in den Ingame-Käufen. Können wir das irgendwie geltend machen? Das kriegen wir bestimmt irgendwie verpackt, oder? Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man sowas steuerlich geltend machen soll. Und wie der Steuerfuzzi das verkauft. Aber soll wohl so gehen. Oder es gibt da neue Gesetze. Was ich auch nicht wirklich glaube. Toto könnte da. Oder King Julian. Na, da müssen wir Toto raufschicken. Der kann es ja auch nicht besser, ne? Na, Geschäftsausgaben. Ja, oh, alles als Geschäftsausgaben. Kann ich das auch machen, wenn ich das hier versteuern würde, hier meine 5270? Könnte ich das dann auch machen? Investition. Ja, ich meine, Kommoletta, kann ich das dann auch machen, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich habe mir heute diese tollen Handyringe gekauft. Da hat das Stück 3 Euro ohne Batterien gekostet. 3 Euro ein so ein Ring. Und dann war da noch nicht mal eine Batterie bei und da gehören da noch 2 rein. Könnte ich das auch machen, wenn ich jetzt Steuern zahle auf die 72,50 hier, die ich bei Twitch ab und zu mal einnehme, oder geht das nicht? Bin kurz weg, man sieht sich dann mal wieder. Alles klar, Mo. Auch hier gilt, stur lächeln und winken. Wenn du ein Gewerbe diesbezüglich anmeldest, dann ja. Werbungskosten. Okay. Ja, Gewerbe anmelden ist ja nicht schwer, ne? Aber will ich das wirklich? Eigentlich müsste ich es, streng genommen müsste ich es machen. Streng genommen müsste ich es machen, weil ich auch unten unter meinem Stream einen Donation-Button habe. Ach nee, das war das. Ich glaube, da muss ich ein Impressum eigentlich ausschreiben, wenn man sowas hat. Gewerbe muss man... Ja, als Affiliate muss man eigentlich auch ein Gewerbe anmelden, wenn man es ganz, ganz streng hier nimmt in Deutschland.
muss man auch als Nicht-Partner, wenn man mit Twitch Geld verdienen kann und darf, muss man eigentlich ein Gewerbe angemeldet haben. Als Zweitberuf lohnt sich das nicht. Nein, das lohnt sich erst dann, wenn du natürlich Impressumspflicht ist, wenn du einen Donation-Button eigentlich hast und Spenden nimmst, ja. Ich habe mich falsch ausgedrückt, du hast mich falsch verstanden. Ich meinte, ich bin jetzt wieder da und du warst weg. Alles klar, hab's jetzt. Ich denke, erst auf einen gewissen Umsatz, oder? Ja, ich nenne es mal so, 520 würde ich fast sagen. Aber da ich ja in dieser Branche arbeite, muss ich meinem Arbeitgeber gegenüber beteuern, dass ich natürlich keine Konkurrenz zur Firma darstelle und auch kein firmenähnliches Produkt hier bewerbe, bespiele, gar verkaufe. Ja, aber das, ich meine, klar, das ist ab einem gewissen Umsatz, da streiten sich immer die Geister. Ob man wirklich ein Gewerbe anmelden muss, erst ab einem gewissen Umsatz. Und ab einem gewissen Umsatz musst du dann halt auch Steuern zahlen. Und ich gehe mal davon aus, das ist so ab 520 Tacken, ne? Weil du darfst ja einen normalen Job haben und darfst ja noch einen Minijob nebenbei haben. Und der Minijob taucht ja erstmal nicht so wirklich auf. Es gibt aber auch Minijobs, die tauchen auf. Das ist dann aber schon so ein bisschen so Halbteilzeit. Ihr wisst ja, dieses Mittelalter-Spektakel, da wo ich war. Der Typ, der sucht ja immer Leute zum Aufbauen und zum Abbauen über Facebook und über andere sozialen Medien. Und der zahlt 14, 15 Euro oder so die Stunde. Und der sagt immer ganz klar, Leute, ihr müsst wissen, dass ich euch anmelde, ja, und dementsprechend findet er dann natürlich nicht unbedingt jetzt Leute, die, ich sag mal, entweder super super fett verdienen oder eigentlich nur Bürgergeld kriegen. Schwierig, da so ein bisschen so diese Mitte zu finden, ne? Gewerbe ist, glaube ich, alles, was man über 500 regelmäßig macht. Siehst du die Regelmäßigkeit, die ist ja bei mir nicht da. Ich habe ja in 8 Monaten die 500 Euro überschritten. Also mit Regelmäßigkeit hat das natürlich nichts zu tun bei mir. Und deine Arbeitskraft auch in deiner Firma zur Verfügung stellst. Ja, okay. Das bleibt natürlich nicht aus, Krux, dass ich meine Arbeitskraft in meiner Firma ja auch zur Verfügung stelle, wenn dies ja meine Firma sein sollte. Das ist ja ganz weit weg. Waren das nicht 10.000 im Jahr? Nein. Das waren keine 10.000 im Jahr. Dann würde ich bestimmt nicht hier so Handyringlichter hier an meinem MacBook kleben haben, sondern wäre heute Nachmittag in Saturn gegangen und hätte mir Elgato Keylights gekauft für 198 Euro. Das Stück. Ich glaube, ich bin auf dem falschen Dampfer. Ja, du bist auf jeden Fall auf dem falschen Dampfer. Laut Google 520 Euro im Monat als Berufstätiger. Ja, ich sage ja, man darf Minijob nebenher verdienen. Und 520, das sind dann ungefähr, je nach Stundenlohn, wenn du wirklich, jetzt ich so, wenn du wirklich 12 Euro Mindeststundenlohn kriegst, oder 12,80, nee, 12, ne, dann sind das in einer Woche 10 Stunden, ne, 10 Stunden oder 11, allerhöchstens. Viel ist das nicht. Ja, das ist dann vielleicht, wenn ich arbeite, ich teile mir meinen Arbeitstag ein, von 8 bis 17 Uhr arbeite ich und ab 18 Uhr bis 22 Uhr fahre ich zweimal in der Woche noch Pizza. Das sind dann ja ein paar Stunden. Oder von mir aus jeden Tag 2 Stunden. Das ist ja unterschiedlich. Oder so, wie man gebraucht wird. Wir leben im Land der Steuern und Gesetze. Ja, ich weiß, da steigt keiner so ran lang. Und wenn du damit nichts zu tun hast, ich meine, klar, du kannst natürlich zum Steuerberater gehen oder du hast einen Kumpel oder so, der Steuerberater ist oder Gehilfe, reicht ja auch schon. Der kann dir dann schon sagen, auch ich denke mal auch zu neuen Medien hier, der dir dann schon sagen kann, naja, Toto, was nimmst du denn ein?
Dann sage ich dem, ja, mit Twitch halt unterschiedlich, mal mehr, mal weniger. Und mit YouTube, alle 3 Monate schaffe ich die YouTube-Auszahlung von 70 Euro. Okay, wird er dann sagen, ja, 140 Euro im Monat zusammen. Nee, da will ich nichts unternehmen. Da kommt dir das Finanzamt nicht auf die Karre oder was auch immer. In § 15 Absatz 2 Einkommensteuer sind die Kriterien aufgelistet, welche zum Gewerbebetrieb führen. Okay, Proxy kennt sich aus. Proxy kennt sich aus. Eieiei, gleich mal Nase schnüppeln. Wolltest den Account anschauen? Ja, zu Recht. Michel! Ja, jetzt muss ich erstmal die Texte suchen da oben. Ah ja, recht. Sag doch was. Ach, Michel! Ah ne, ich sag's mal erstmal nicht. Spiele ich fast nimmer. Warte mal. Ah, da ist die Tech. Alles klar, ich habe sie. Ach nee, da kann man nicht mit interagieren. Ne? Ich muss das eingeben. Ne? JDJ. Oder Y. 2VC. 2VC. JVJ. JVA. Nee, JVJ. Gibt's nicht. Invalid-Tech, okay. Habe ich mich so vertippt? Also nochmal ganz langsam. Für alte Leute. Y. Oder ist es ein L? Das könnte ein L sein, ne? Ja, das ist vielleicht ein L. Das ist vielleicht ein L. Das kann man nicht erkennen. Das ist dann keine Dings war. 2 VC. J. O. A. Nee, JVC. Ah, das ist eine Tech. Was? Er sagt mir hier Search, aber er findet nichts. Jetzt ist der Search wieder weg. Also irgendwas passt mit der Technik. Ist das ein I oder ein großes L? Man muss das aber nicht groß schreiben. Y, L, Y. Warte, Toto, ich mache es easy. Y, L, Y. Ich schreibe es jetzt mal groß. 2. V, C. J. V. J. Ach, ich hab immer J, V, C gehabt, ne? Es gibt keine Tech. Hör mal, damit kannst du mich natürlich auch zur Weißblut jetzt gerade bringen, ne? Wenn ihr das nicht mehr selber abteilt, ohne Leerzeichen, da war kein Leerzeichen drin. Wie soll ich den Link hier benutzen? Soll ich das iPhone hier auf das Tablet legen, dass ich den Link benutzen kann oder was? Ich habe doch kein Leerzeichen da drin. Wo ist hier ein Leerzeichen, bitteschön? Y, L, Y. Noch kein Leerzeichen. Das hier sind Leerzeichen. Ja? Jetzt habe ich noch kein Leerzeichen drin. 2. V, C. Immer noch kein Leerzeichen, Leute. Hier sind die Leerzeichen, ja? J, V, J. J, V, J. Was soll ich jetzt dazu sagen? Mach mal mit Raute. Die Raute ist doch schon da. Und ehrlich jetzt mit Raute? Nee, ne? Die Raute ist doch schon da. Guck mal, der sagt gleich Invalid-Tech. Sagt er sofort. Ich schmeiß das Spiel gleich weg. Was zu lachen. J, V, J.
Es gibt immer noch kein Search. Was stimmt? Da gibt es ja jetzt nicht so viele Clans, von die so heißen. Ne? Wen nehmen wir denn jetzt? Aha. Hör mal, ihr wollt mich heute Abend auf den Arm nehmen, wa? Ihr wollt mich gerade richtig verarschen. Welches Wappen hätten wir denn gerne hier? Es gibt ja viele Wappen. Ne? Ich meine, es gibt ja einige, die haben... Die haben auf jeden Fall mehr Member. Wie viele Member hat der Clan denn? Ein, zwei. Da sind ja zwei Leute drin im sechsten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wäre der hier. Anyone can join. Zwei Spieler steht da. Ach, sechs Spieler und so ein rotes Wappen. Ach, das hier. Da ist er doch. Die olle Klobürste. So, und welcher Account jetzt genau? Kanoni. Wo kann man denn mit so einem Apple hier schreiben? Irgendeinen Scheiß. Pages, ne? Pages ist das Word, ne, für Apple, ne? Oh, das lädt ja jetzt erst, so eine Kacke. Wieso habe ich das alles hier nicht drauf? Will das so geizig oder will Apple unbedingt Cloud-Geld haben? Scheint mir gerade so, ne? Ja, ist doch wahr. Guck mal, wie viele Apps hier bei mir in der Cloud sind. Die will ich nicht in der Cloud haben. Die will ich haben. Passiert, ja, ich meine, er installiert die Scheiße jetzt hier. Dann noch starten. Ja, machen. Dokument erstellen. Irgendwas leer. Ja, ist gut. Ich will nicht drucken und exportieren. Ich will einsetzen. Es ist, wie es ist, ne? Das gute alte Upgrade, ja sicher. ist immer noch up to date, oder nicht? Ach je, jetzt lädt das Spiel auch noch neu. Ich muss alles nochmal von vorne machen. Na super. Na super. Hätte ich das mal als Bookmark gemacht, aber nein, warum auch, ne? Nur ein Spiel. So, nur ein Spiel. Jetzt haben wir gleich eine andere Mischung von nur ein Spiel, ne?
Aber es gibt immer noch die 6 Leute hier und es gibt immer noch Kanone. So, Ende im Gelände. Visit. Mann, was für ein Krampf. Aber ich habe mich doch nicht vertippt. Ihr habt es ja gerade gesehen. Ich habe es abgetippt ohne Leerzeichen. Und ich konnte nicht auf Search drücken. Er hat es nicht grün gemacht. Aber okay, das ist das vermeintliche. Ja, so schlecht ist es doch gar nicht. Das ist das 14er, was aus Versehen hochging. Geht doch mittlerweile, guck mal. Kanone wollte uns gerade erzählen, ich spiele ja nicht so oft. Nö. Ich meine, ja, ich kann es verstehen, dass er nicht so oft spielt, weil die haben ja auch Bauzeiten jenseits von Gut und Böse. Dann brauchst du auch gar nicht so oft spielen. Brauchst du auch gar nicht so oft spielen. Ja? Den Adler Level 19 Tage. Ja. So Leute, ich level den Adler. Nächster Stream in 2 Wochen. Dann fahren wir für den Adler auf den nächsten Level. Ach nee, den haben wir dann ja schon. Dann fahren wir mal für die Kampftürme. Und in der übernächsten Woche machen wir dann noch einen Stream. Dann gucken wir mal, ob wir den nicht auf Level 2 kriegen. Über die Bauzeiten von Clash of Clans kann man wirklich nur noch lachen. Aber egal. Die wollen halt Kasse machen, ne? Die wollen halt Kasse machen. Ja, also ich fand es jetzt nicht so schlimm. Michael, ich fand es jetzt in Ordnung. Ach, ich habe natürlich auch eine Scheiße an mir am Stissel hier, ne? Ah, ne, das machen wir mal nicht. Also da mache ich hier doch ein bisschen was mit Hox, glaube ich. Ich glaube, da mache ich das, lieber was mit denen hier. Okay, wieso habe ich da keine... Ach so, Toto hat die nicht. Ja, doof. Toto hat die gar nicht. Können wir vielleicht hier ein paar Mauerbrecher kriegen? Jo. So, dann baue ich mal vor. Angreifen tue ich heute nicht mehr. Den weg. Den dahin, dahin. 2 heilen. Hybridi. Mal gucken, ob ich dann morgen früh die letzte Base hier mache oder so. Da ist 2 ist schlimmer, okay. Noch schlimmer. Ich gucke jetzt keinen mehr an. Du hast gesagt, der war schlimm, aber der sah eigentlich ganz gut aus. Wo ist Michael? Sonst schickt den Account, wo Toto drin ist, so einfach eine Freundschaftsanfrage. Ja, stimmt. Nachtschatten, man kommt auf die einfachsten Dinge erst etwas später, ne? Kann das sein? Kann das sein, dass man auf die einfachsten Dinge einfach zuletzt kommt? Oh, ich habe busy Bauarbeiter hier. Sag ich doch, Pussys. Haben die angegriffen oder was? So, und das nach 2 Stunden. Okay. So, das war der letzte, an den haben wir noch einen. Oh, Leute, ich muss gleich 7 Minuten, würde ich sagen, oder 6, ne? Halb machen wir Ende. Also nicht halb, sondern 2,5. Und wie fandet ihr es? War auf jeden Fall eine kleine Steigerung zum letzten Mal. Okay, das Licht ist grenzwertig, aber es ist auf jeden Fall besser als das letzte, wo das hinter einer Scheibe kannst du es nicht machen. Das spiegelt alles zu sehr und so. Aber hier so mit dem gedämpften Licht ist das ganz gut. Oh, aber die gab es schon umsonst, die habe ich mir nur nicht abgeholt, ne? Nicht schummeln, ich schummel nicht. Ich habe auch angegriffen mit den Rathaus 14, okay? Ich habe nicht geschummelt.
Was sagst du mit was und wie viel Sterne? Ohne zu gucken. Mit dem 14er hast du vielleicht auch mal die Superbarbaren genommen und hast geholt 2 Sterne und 96%. Warte mal, mit dem 14er, Nachtschatten mit dem 14er. 9. Wen könnte er gemacht haben, die 10? Nachtschatten 3, Nachtschatten 2. Ich sag doch mit Barbaren. Hier, du hast 4 Stück dabei. Achso, ich kann es ja gar nicht größer machen. 4 Stück hast du dabei. Okay, das ist nicht mit Barbaren, ne? Da sehen wir doch noch zum Schluss einen schönen Angriff. Ist doch cool. Sehr schick. Ah, Nachtschatten, jetzt habe ich gar keinen. Oder mit Sneakies, nee. Oder als Sneakies, ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich gar keinen Uso getrunken heute Abend. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Wasser tut es auch, ne? Hat jetzt nicht so den Effekt wie Uso, aber... Müssen nicht jeden Tag Uso trinken, ist nicht gut. Da sind sie, die Bösen. Bam, bam. Sehr schön. Oh, ganz schön giftige Truppe, ne, die kleinen Baris. Du hast halt den Uso doch schon wieder in den Sprudler gestellt und diesmal auch umgefüllt. Meinst du, so einer bin ich oder was? Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube auch... Auf die Idee würde ich vermutlich nicht mal wirklich kommen, aber wenn ich auf so eine Idee kommen würde, ich glaube, da wäre ich zu faul zu. Ich glaube, da wäre ich einfach nur zu faul zu, das zu machen. Schöner Lalo. Nachtschatten. Spiel, was du kannst. Dazu gehören keine Barbaren. Dazu gehören bei dir auch Barbaren, aber dazu gehört dann auch die richtige Base. Muss ich einfach mal so sagen. Und die wäre jetzt auch mit Barbaren ganz gut gegangen, vielleicht. Diese offenen Bases halten, ja, aber wenn die geschlossen sind, dann muss einfach 100 Mauerbrecher oder dann kommen 3 Mauerbrecher auf einen Barbaren. Ach, du lernst das noch, ja, okay. Ich bin ja nicht so ein Lerner, ich kann ja von Haus aus alles. Also zumindest spielen, ob das dann was wird, das steht ja auf einer ganz anderen Platte. Immer nur Lalo ist nicht das Wahre. Ja, sagte er. Ist das jetzt ein Meme? Kann man das jetzt so als Meme verpacken? Immer nur Lalo ist nicht das Wahre. Da, 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 da. 1, 2, 3 Sterne. Das ist jetzt ein Meme. Immer nur Lalo ist nicht das Wahre. Da, 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 da. Sterne. Naja, okay. Jetzt reißt mir aber auch auf meinem High-End-Gamer-Stuhl hier. Da muss ich dringend was für meinen Lendenwirbel haben hier. So ein Lendenwirbel-Dreieck oder sowas. Naja. Auch einen Tag vorher, Nachtschatten. Ne? Also ich habe ja gestern Abend wieder hier gestartet. Ne? Warum habe ich eigentlich gestern Abend gestartet? Warum? Und auch in dem anderen Clan, Old Greenhorn oder Sparkling, wenn er in einem anderen Clan ist. Wie hieß es? Oh, vielleicht Wildrot und nicht, dass wir starten. Naja, okay. Jetzt könnte ich ja sagen, na, frag doch einfach im Discord nach. Discord habe ich nicht immer offen. Aber macht ja nichts. Haben wir jetzt ganz gut geplant. Gestern gestartet, heute im Stream. Kreative Angriffe
möchte ich können. Dagegen kann man einfach nicht steffen. Okay. Kreativangriffe. Die schönsten Angriffe in Clash of Clans. Okay, so. Wir überziehen schon wieder 15 Sekunden. Okay. 2:30, Leute. Wir sind am Ende. Ist das in Ordnung? Michel hat eben schon gesagt, ja, du kannst abhauen. Na bitte. Geh doch. Das will ich hören. Ah, nur noch die Amis am Start. Dann kann ich so Schluss machen. Perfekt. Ja, ich bin voll der Fan. Ich liebe die Matches. Ich finde auch. Bis zum Morgen on. Morgen ist Sonntag, das wie im Toto nicht, sondern geht in die Kirche. Hier ist immer morgens. Nachtschatten ist dann morgens. Das ist für mich ja sowieso nie. Ich muss Schluss machen. Ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Tut mir leid. Sonst falle ich hier gleich vom Stuhl. Tschüss. Ja, Freund, gute Nacht. Ich mach mal die Endszene rein. Ich werde mich mal auf so ein Sticker bücken. Tut mir leid, jetzt gerade. Ich muss gerade tierisch lachen. Ihr solltet auch ein bisschen mehr lachen, dann werdet ihr ein bisschen älter. Also tschüss.
Now it's time to make.